Und vor dem zweiten Jahrestag von Fukushima sind viele Atomkraftgegner auf die Straße gegangen. Das Unglück war letztlich der Auslöser für die Energiewende in Deutschland. Die einzige Urananreicherungsanlage des Landes in Gronau ist davon bisher ausgeschlossen. Sie arbeitet weiter mit einer zeitlich unbefristeten Lizenz. Und es wird damit auch weiter gegen sie protestiert. Vor den Toren der Urananreicherungsanlage heute Vormittag. Es hat etwas von einem Campingausflug, als die Bürgerinitiative gegen Atommüll in Ahaus ihren Stand aufbaut. Die Atomkraftgegner aus der Nachbarstadt übernehmen heute die Verpflegung bei der Demo in Gronau. Wo kommt das alles her? Ja, von Bäckern oder eben auch von privaten Leuten, die backen. Die wissen, wenn hier eine Demo ist, wird immer was zu essen gebraucht und die sind nett und bringen Kuchen, Brote oder sonstiges vorbei. Kostenlos. Ja, selbstverständlich. Kuchen backen für den Atomausstieg, auch eine Art der Unterstützung. Um 12:30 kommen sie dann, die Protestgruppen aus dem ganzen Münsterland. Aber auch aus dem Ruhrgebiet sind Atomkraftgegner angereist. 2 Jahre nach Fukushima ist bei vielen das Unverständnis größer denn je. Denken Sie an den Jahrestag heute? Was denken Sie dann? Was ich da denke, dass die Menschen anscheinend nichts lernen. Das denke ich dazu. Dass das passiert ist und eigentlich völlig weitergemacht wird. Ich weiß, dass die Atomkraft eine nicht beherrschbare Technologie ist. Lebensgefährlich. Wenn ich daran denke, jeder Bauer, jeder Depp muss seinen Müll, bevor er irgendeinen Stall baut, muss dafür die Entsorgung gewährleisten und vorher garantieren und nachweisen können. Und die Atomkraftbetreiber müssen das nicht. Mir gibt es immer wieder Hoffnung, wenn viele Menschen kommen, dass die Politik und gerade auch die rot-grüne Politik in Nordrhein-Westfalen doch endlich auch die Atomanlagen und nicht die Atomkraftwerke in Angriff nehmen. Eine klare Forderung auch an die politische Prominenz. Bärbel Höhn von den Grünen ist da. Die ehemalige Landesumweltministerin, die in ihrer Regierungszeit den Ausbau der Urananreicherungsanlage mitgenehmigt hat. Die Landesregierung hat die damals genehmigen müssen, weil sie den Auflagen entsprach. Da muss man manchmal eben fragen, nach welchen Kriterien werden hier Anlagen genehmigt. Und deshalb wolle man jetzt erneut versuchen, die Atomanlage stillzulegen. Aber noch gibt es sie. Und deshalb protestieren auch heute wieder 1000 Menschen vor dem Zaun der Urenco, deren Chef heute erneut kein Verständnis zeigt. Natürlich wird eine Technologie irgendwann ersetzt werden, wenn es was Neues gibt. Und man kann auch bewusst eine Energiewende oder eine Wende in der Elektrizitätserzeugung herbeiführen. Aber dann braucht man einen entsprechenden Plan. Das muss Schritt für Schritt gehen. Dieses überstürzte Aussteigen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Womit weitere Proteste gegen die Urananreicherungsanlage in Gronau vorprogrammiert sind.